was geht so, liebe Leute? Ich bin's wieder, euer Crush von Vicketinan, zurück bei Let's Play Hyrule Warriors 2, Zeit der Verheerung. Der Gegenangriff der Wächter. Also wir haben wieder ein Wächter-Dilemma vor uns. Tja. Koga hat beim letzten Mal kein Level-Up bekommen? Das wundert mich aber. Nachdem wie er sich hier eingesetzt hat. Tja, wen holen wir denn jetzt noch zusätzlich rein? Ich würde sagen, Impa. Königliche Beraterin Impa, bereit. Dann passt das eigentlich auch schon so. Der König mit seinen Ninjas. So. Und dieses Mal wieder. Bessere Beuterquote für Materialien hier. Ich freue mich darauf. Sehr wohlschmeckend. Nachschlag! Da muss ich wohl zustimmen. Wird der König jetzt auch noch Nachschlag, obwohl er schon einen Nachschlag bekommen hat? Naja, was soll's, okay. Dann legen wir wieder ordentlich los. Unter ein Zeitlimit müssen wir also jetzt wieder Wächter bekämpfen. Prost, Mahlzeit. Das kann wieder was werden, ey. Vielleicht habe ich dann auch wieder den falschen Charakter dafür ausgewählt, weil König Rohm ist aktuell der Schwächste, aber ich will ja, dass er zusätzliche Waffen bekommt, damit ich endlich sein Schwert, sein königliches Großschwert mal verbessern kann. Wird mal Zeit dafür. Und jetzt beeil dich, Mann, damit ich endlich anfangen darf. Oh Gott, die Musik, ey. Alter, die war schon wirklich eine Albtraummusik in den ersten Minuten von Breath of the Wild. Ach du Scheiße. Nein. So, Alter. Schnell den Nano-Wächter angreifen. So. Und zack. Das sollte reichen. Schon sagen, habe ich den anderen auch noch mit erwischt? Nein. Also den habe ich erwischt, aber nicht besiegt. Ist auch noch schöner. So, zack. Oh. Das ist eine gute Kombi hier. Dann macht er noch zusätzlich Damage hier. Dann gibt es noch bessere Kombi-Attacken mit ihm. 12 Wächter muss ich besiegen, ey. Das sollte reichen. Puh. 12 Wächter, ey. Okay, dann keine Zeit vergeuden hier. Ich könnte es. Nee. Einfach weiter, 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 weiter. Die nächsten Wächter warten schon. Schon, dass der Nano-Wächter nicht dazu gezählt hat. Hat der. Das ist ein Zornwächter. Oh nein. Oh Gott, das sind gleich 3 von denen. Aus meinen Augen. Ja, dann setzt er gleich beim Wechseln seine Fertigkeiten. Setzt er gleich auch noch heftigere Angriffe ein. Die richtig gut abgehen können. Oh Mann. So. Schluss jetzt. So. Zeig's ihm. Bam. Oh, der eine Wächter ist auch schon fast down. Ja, gleich 2 von 2 Seiten beballert werden, ist nicht gerade schön. Oh, Feuer ist sehr effektiv gegen die. Das ist voll gewusst. So, ein schöner Stoß hier. So, nice. So. Und zack.
Dann geht der fliegende Wächter mal down. Oh, 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 oh. Nein, lass gut sein. So, dann geht der auch schon mal down. Ich liebe seine Angriffe. Hey, hat er tatsächlich einen Arm verloren, der Zornwächter? Ich dachte, beim Zornwächter geht das gar nicht, dass er einen Tentakel verliert. Oder ist es nur ein praktischer... Gehört das praktisch bei ihm dazu? Nein, der verliert tatsächlich seine Ärmchen! Okay, das ist geil. Das hätte ich nicht erwartet. Also jedes Mal, wenn man Wechsel aufgezeigt hat, dann sollte man auch wechseln. Level up! Nice. Ja, deswegen. Deswegen geht der König wirklich gut ab, wenn er zwischen seinen beiden Formen wechselt. Da lang. Nicht hängen bleiben. Schnell die Wächter erledigen. Ja, nee, ist klar. Oh Mann, drei schon wieder. Ja, sonst geht's euch noch gut. Oh Mann, ey. Ja, wir sind wirklich dreist hier. Okay. Einer weniger. Sehr schön. Schön, wenn er seinen Kameraden auch treffen könnte. Oh Mann. So. Ist einfach geil, wie er aufräumen kann. Ah, shit, bin ich hängen geblieben. Wo jetzt? Burn. Das hilft bei den Zornwächter leider nicht so. Nicht so gut hier. Come on. Schön, dass er dabei sein Einkumpan treffen könnte. Na, warte. Nein. Ey, hör auf. Nano-Wächter auch noch? Alter. Lange mache ich das nicht mehr mit. So. Jetzt hat er eine Schaltkreise hier durcheinander zu bringen. So, sehr schön. Ah, je. Uff. Schon sagen, kann er überhaupt noch aufstehen? Ach, jetzt mal. Ruhe! Auf einmal ist Feuer effektiv gegen sie. So, der Zornwächter ist down. Und jetzt du, Spackrofatz, der mich die ganze Zeit von der Ferne angreift hier. Ach, gemütlich, dass hinten sitzen bleibt und. Ja, hier hinterrücks hier immer eine verpasst. Das sollte eine Lehre sein. So, jetzt auch schnell, schnell. Weiter, 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 weiter. Bislang läuft es aber gar nicht schlecht. Es geht einfach nur auf Zeitlimit, das Ganze. So ein Eiswächter. Gut, dass ich noch Feuer habe. So, burn, baby, burn, baby. Sehr schön. Was ordentlich wehtut hier. Bam. Der König ist wirklich ein Wächter schlechter hier. Shit. Oh, verdammt. Hat er mich noch erwischt.
blocken dieses Mal. So. Kräftig in den Ende spucken und zu lang. Das sollte reichen. Geh mal richtig ab hier. Der König macht wirklich einen super Job. So. Impa! Ja, Impa lassen wir es jetzt mal ran. Oh shit. So. Nein, lass gut sein, du kleiner Spackofatz. Hör auf! Der mich ein Nanowächter, ey. Ich bräuchte ins... Alter! Dass er mal Ruhe geben kann. Mit drei Nanowächter kommen noch dazu. Schnell weg, das Symbol einsammeln. Lass mir das Symbol einsammeln, du Arsch. Falsch. Ich wollte eigentlich was eins machen. Zum Schluss jetzt. Ja. Ich hab volle Power wieder. Ich kümmere mich darum. Hoffentlich wird der Nanowächter auch noch getroffen. Sehr schön. Okay. Ninja Power. Bam. Und tschüss, Lutscher. Puh. Alter Schwede. Es ging gut ab hier. Okay, uns fehlen nur noch drei. Und die sind hier an einem Ort versammelt. Oh, shit. Am besten schicken wir die anderen schnell hierher. Der König soll auch schnell herkommen, aber... Dalli, Dalli. Und all diese alleine hier. Ich habe alle anderen getroffen, nur ihn nicht. Oh Mann, ey. Bevor sind Wächter immer noch ein Problem hier. So, Symbol eingesammelt. Oh! Ja, das hast du so gedacht. So, Symbol eingesammelt, bitte. Das ist auch nice. Stell dir mir vor, jetzt kommt jetzt eine Mission, die... hier verlangt, gegen diese ganzen Wächterhorden ohne Schaden durchzukommen. Das wäre es jetzt noch. Ich hab jetzt schon ein richtiges Trauma von dieser Mission. Sammle das Symbol endlich mal ein. Gerade mal zur Hälfte und wir haben schon fast alle beieinander. Zu viele Laser. Ja, ist das euer Ernst? Guckst du das an, ist das gemein, ey. Sind die anderen überhaupt schon da? Wo bleibt Koga? Bleibt denn der jetzt wieder hängen? So, jetzt reicht's, komm. Und da gibt es auch ein Level Up. Ja! Jetzt so. Jetzt aber. Impa darf aufräumen hier. Das ist richtig. Das wird zwei Wächter mit einem Schlag.
So, noch einer ist übrig. Alter Schwede. Noch mehr Nanowächter? Ach, egal. Komm schon, König, wo bleibst du? Hier gibt's gute Wasserstellen für einen Blitzangriff. Ach du heilige Scheiße. Nanowächter nach oben drauf. Ob du es nun würdig bist oder nicht, das ist egal. Ich bin trotzdem hier, um zu helfen. So. Dem Zornwächter gibt es jetzt einen aufs Maul. Oh, und wie der Nanowächter wegfliegt. Das zeigt, wie viel Kraft in den König steckt. Shit. Oh nein. Eieiei. Ah, das ging leider daneben. Nein. Eieiei. Come on. Ei, ei. Schluss jetzt. Gut, dass jetzt der auch mal down ist. Das ist doch der eine Zornwächter hier. Come on. So, blockiert. So, volle Pulle. Nein. Okay. So, stetige Wechsel. Ist wirklich nice. So. Wirklich eine nice Fähigkeit. Oh Mann. Ging ganz schön wieder ab. Oh ja, Waffenüberfluss. Und das könnte sein neuer Zweihänder werden. Oh, und wieder ein schöner Dämonenring. Effekt ist mit Eis reduziert. Also jetzt hat er Element. Das kriegt er lauter Elementwaffen. Also Waffen, die das gegnerische Element jedes Mal reduzieren. Ein nicer Falkenbogen hier. Ha. Nice. Wächterclown? Aber das ist doch keine... war das jetzt wirklich eine DLC-Mission? Das ist richtig gesehen? Naja. Jedenfalls haben wir jetzt schon mal das... die Sache mit den Wächtern mal gelöst. So, dann mal weiter im Programm. Noch zuallererst... Hier kaufe ich immer noch ein paar. Oh, davon habe ich schon mehr als genug. Die sollte ich vielleicht dann wieder raustun. Aus der Suchleiste. Aber hier. Eier und Honig brauche ich. Das ist mir das Wichtigste gerade. Und das Zweitwichtigste wäre noch, wo ist das denn? Hier. Dann nehme ich noch hier die ein paar Eier dazu. Und Rohrzucker, jede Menge. So. Und jetzt. Mit dir noch schnell. Nein. Komm. Da. Da ist es. Mit dir noch schnell die Waffen hier kombinieren, es wird Zeit. Ja? Eine neue beste Waffe. Sehr schön. Jetzt ist er deutlich stärker geworden. So, und auch Theba bekommt jetzt anscheinend einen neuen Falkenbogen hier. Einen neuen, besseren. Sehr schön.
Bessere Waffen als Fähigkeit, ja. Nice. So, ich denke, das reicht fürs Erste. Gut, dann, fehlt jetzt noch eine Nebenherausforderung und dann kommen wir... Ja, die schwere Arena kommt jetzt dran. Huiuiuiui. Dann sollte ich da lieber... Ja, die am Ende die Rubine, ne? Ich freue mich darauf. Ja. Ja, ausgezeichnet. 50% Rubine. Okay. Es gibt sogar einen Diamanten ins Blumen. Und eine Rüstung. Das ist die Barbarenrüstung. Wir hätten dann endlich die Barbarenrüstung komplett. So, was gibt's hier als Hauptgegner? Ein Hinoxig und was ist das andere? Kann ich gerade nicht erkennen, aber sei es drum, wir kriegen das hin. Der König ist jetzt. Der König wird der King der Arena sein. Okay. Lass mal diese Wortspiele. Aber gut, wenn wir das jetzt haben. Dann könnte es eigentlich schon fast wieder mit der Story weitergehen, aber ich würde vorher noch offscreen dann vielleicht hier und da ein paar Kleinigkeiten erledigen und dann. Ja. So, Zeit für die Arena. Komm. Fang gleich an mit den Hinox. Da stapft er schon auf mich zu. Eieiei. Das fing mir jetzt mal nicht so gut an. Ja, ich lasse mich auch jetzt wirklich... Ich habe eh sowieso keine Heil-Items jetzt. Ist also nicht gut, wenn ich jetzt hier... Na komm. Och, Mann. Dass ich da wirklich wieder fehle, bis zum geht nicht mehr. Das gefällt mir nicht. Eieiei. Oh, okay, das war nicht schlecht. Oh, jetzt macht er eine Rolling. Reicht das noch? Jawohl. So. Ich glaube, ein... Leune wird wahrscheinlich der letzte Gegner sein. So, schön voll eine draufhauen. Am Ende schon so einen schönen Tornado. Okay, schon mal nicht schlecht für den Anfang, aber da kommt der zweite Gegner. Der Leune. Oh shit! Es ist tatsächlich ein Leune. Aber den kriegen wir hin. Es wäre wohl gelacht, wenn das nicht gehen würde. Uff! Das war ein gewaltiger Schwung. Nein! Nein, jetzt habe ich das falsch auch noch ausgewählt hier. Ach shit, ich glaube, das werde ich doch noch verlieren hier. Oh, come on. Diesmal nicht. Nein, verdammt, falscher schon Zeitpunkt dafür. Gut sein. So nicht. Diesmal nicht. Ob ich das noch schaffe, wenn es so weitergeht hier. Jetzt habe ich gerade mal einen Schwerangriff geschafft. Und jetzt.
Ja, das macht nichts. Wir haben schon jetzt die Hälfte hier durch. Komm. Nein. Ich kann keine Heil-Items. Doch, ich kann. Okay. Ah, da trifft er mich mit den Scheiß. Ach komm, was ist denn los? Warum klappt denn nichts? Scheiße. Also mit keinen Heil-Items ist dann nur gemeint, dass da nicht zusätzlich noch Heil-Items hinzukommen. Jetzt dreht er wieder durch. Komm, jetzt, den muss ich jetzt besiegen können. Diesmal nicht. Nein? So, das ist schon mal nicht schlecht. Okay. Ja! Das wär's! Zerhack ihn! Puh! Auch schon wieder am Ende haarscharf. Aber geschafft ist geschafft. Die schwere Arena wieder durch. Yeah, Baby! Und ich könnte mein Schwert noch mal ein bisschen verstärken. 5 Diamanten, bist du das Wahnsinnsee. Und wir haben die Barbarenrüstung vollständig. Geil. Okay, liebe Leute. So, damit geht's dann ab den nächsten Part nun endlich wieder mit der Story weiter. Und wie immer gilt, wenn es dir gefallen wurde, das bestimmt mindestens Thumbs up und Kommentar nicht vergessen, dann sind sie beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt der... Oh, was ist das? Oh, okay. Was habe ich denn da wieder verbessert? Ausgezeichnet! Rabatt auf Gebühr für Hyrule Manöverplatz. Ja, nice! Also weniger zahlen fürs Hyrule Manöverplatz, dafür bin ich doch immer zu haben. Okay. Also, danke für Aufmerksamkeit und seid gespannt, klickt wieder rein. Euer Crush wurde weggeht hinein. Bis nächsten Part von Let's Play Hyrule Warriors 2. Zeit der Verheerung. Also auf Wiedersehen und tschüssigen Leutchen.